Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe für uns in der Familie ein neues Projekt auserkoren. Hat niemand Mitspracherecht, das entscheide ich. Nachdem wir erfolgreich Meditation in unserem Alltag integriert haben, also bei mir ist es kein Problem mehr, bei Vince ist es kein Problem mehr, bei Svea läuft das noch so in den Anfangsstadien, das ist ja ganz natürlich, dachte ich, es wäre doch Zeit für was Neues und dachte, Yoga wäre eine coole Idee. Also ich mache ja sehr, sehr gerne Yoga. Allerdings finde ich es tatsächlich schwierig im Alltag einzubauen, weil tagsüber steht, ist mir irgendwie noch nicht so der Sinn nach Yoga. Meistens kommt es dann immer dann so zum späten Nachmittag oder Abend hin. Und dann sind natürlich die Kinder mit dabei. Und dann ist das manchmal tatsächlich schwierig. Die wollen so ein bisschen mitmachen und irgendwie passt das dann nicht richtig. Und deswegen habe ich überlegt, dann lasst uns doch halt einfach irgendwie zusammen Yoga machen. Und habe mir dann dieses Buch hier besorgt, was heißt Komm, wir machen Yoga. Die schönsten Partnerübungen für Eltern und Kinder von Sonja Zernig-Förster. Ich verlinke euch das natürlich wie immer unten in der Infobox. Und ich dachte, es ist wieder, so habe ich es auch bei der Meditation gemacht. Als die Kinder angefangen haben, selbst zu meditieren, haben sie erst verstanden, was ich da tatsächlich mache und wie genial das ist, wenn man die Mama dann auch in Ruhe lässt, wenn sie das macht. Und so hoffe ich mir das auch beim Yoga. Also wir machen das zusammen, was schon eine schöne Sache ist, aber dass wenn ich dann alleine Yoga mache, dass sie dann auch verstehen, haha, okay, dann lassen wir jetzt die Mama in der Zeit mal ihr Ding da machen. Und man hat halt einfach dann diese gemeinsame Entspannung, diese gemeinsamen Ruhemomente, aber auch eine ganz andere körperliche Nähe, finde ich jetzt persönlich. Und hier hat man halt immer so Partnerübungen da drin, das heißt, man macht das immer zusammen. In unserem Fall ist das halt auch so, ne, wir sind jetzt halt ein Erwachsener und zwei Kinder, geht bei manchen Sachen auch. Aber ich teile das immer tageweise auf. Also heute mit dem und morgen mit dem anderen Kind und dann wieder mit dem anderen Kind. So mache ich das jetzt zum Beispiel. Und das Buch ist so gemacht, dass man in den Zauberwald reist. So ist es halt ganz auch aufgebaut mit den, wie das Ganze dann halt auch heißt und so. Und jede Yoga-Einheit, die man hat, die endet dann mit einer Entspannungsübung. Das kann eine Massage sein, das kann eine Fantasiereise sein. Da hat man nochmal eine CD dabei. Die ist hier hinten drin. Und da sind dann diese Entspannungsübungen mit drauf, was ich sehr, 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 sehr cool finde. Weil das war für uns dann wiederum was Einfaches. Das war was, was wir schon kannten. Und zusätzlich dann hat man noch ganz, ganz viele praktische Yoga-Übungen, Yoga-Tipps so für den Alltag, so für ganz verschiedene Situationen. Sei das jetzt bei Konzentrationsproblemen, bei Einschlafproblemen, bei Bauchschmerzen aber auch. Ne? Also ich wende Yoga ja auch ganz praktisch an. Wenn ich zum Beispiel Rückenschmerzen habe oder Kopfschmerzen oder auch Regelschmerzen, mache ich viel, viel intensiver Yoga, weil ich weiß, dass mir das dann in dem Moment auch sehr, sehr gut hilft. Und wenn man das hat, verbringt man irgendwie ganz anders eine sehr, sehr wertvolle Zeit mit seinen Kindern. Und ich finde auch, man baut eine viel, viel stärkere Eltern-Kind-Bindung auf, wenn man sowas zusammen macht. Und in diesen Übungen stützt man halt sich gegenseitig, man findet beieinander Halt, man kann sich beieinander anlehnen und hat so einen ganz, ganz neuen Zugang zueinander. Empfohlen wird es von 5 bis 11 Jahren. Svea wird jetzt 4. Manche Sachen sind mit ihr tatsächlich schwierig, manche Sachen lassen wir auch einfach rausfallen, aber ich wollte sie nicht davon ausklammern, dass ich das jetzt nur mit Vincent zum Beispiel mache, deswegen machen wir das halt in abgewandelter Form auch schon. Es sind keinerlei Vorkenntnisse theoretisch nötig, also was ich immer mache, wenn ich so eine neue Yoga-Einheit habe, ich mir das vorher immer vorher mal angeguckt. Wie funktioniert das? Wie muss man das machen? Damit ich da nicht da saß, wie jetzt? Ne? Weil sowas finden Kinder ätzend. Wenn du dann erstmal 10 Minuten da sitzt und lesen müsst, wie das funktioniert. Also ich habe mich dann immer auf die entsprechende Yoga-Einheit dann auch ein kleines bisschen vorbereitet. Und Yoga kann ich allgemein immer sehr empfehlen. Ne? Also es hilft eurer Gesundheit, eurer Vitalität. Ihr bekommt neue Energie, ihr habt auch wieder Lust auf Bewegung, auf eine ganz andere Art und Weise halt, finde ich, weil es ist schon eine Art von Sport, aber dann halt auch wieder irgendwo nicht. Und ich liebe das, sich selbst besser spüren zu können
durch Yoga und eine ganz, ganz andere Art der Lebendigkeit halt einfach zu spüren. Und es ist wirklich ganz, ganz einfach geschrieben, sehr, sehr ansprechend, sodass man das halt wirklich auch gut versteht. Was wichtig ist, dass man die Kinder nicht dabei korrigieren sollte, das sage ich auch immer beim Thema Meditieren, sondern der Spaß steht wirklich im Vordergrund. Auch dieses, dass es halt am Anfang nicht funktioniert oder dass dir vielleicht sogar die Kinder erklären, wie es funktioniert, ist oft genug bei uns vorgekommen. Und wie gesagt, also es gibt halt diese Zauberwaldgeschichten, das sind 7 Kapitel. Und ich zeige euch einfach mal eins davon, damit ihr mal seht, wie das aufgewärmt ist. Also am Anfang habt ihr so einen Flow zum Aufwärmen. Das wird dann halt einfach zur Routine, den halt einfach dann immer am Anfang mit zu machen. Und da kommt dann halt auch immer erst die, naja, umso öfter man das einfach macht, umso mehr weiß man dann halt auch, was man da tut und welche Übung dann wo einfach danach kommt. Und dann fangen wir doch mal an. Hier zum Beispiel das Zauberschloss. Also es ist schon immer sehr, sehr ansprechend, auch für Kinder natürlich gestaltet. Dann hat man halt zuerst die Übung, das nennt sich halt. Der Zauberer steht auch immer da, wofür das gut ist. Also auch den Kindern vorher zu erklären, was ist eigentlich Yoga, warum machen wir das, wofür ist das gut. Dann hat man hier den Zauberumhang. Das merkt sich dann halt auch gut für die Kinder, was dann halt so kommt. Dann der Zauberstab. Der Zauberschlossturm. Also manche Sachen, die fallen mir auch tatsächlich schwer. Da sind wir dann auch so, okay, wie mache ich das jetzt anders, damit ich das gebacken bekomme? Dann das Zauberschlosstor. Hier, das finde ich dann halt auch so schön. Kann man das sehen? Also es ist halt wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Nähe. Das ist so das Wichtigste, finde ich, was damit ist. Die Zauberschlossbrücke, die den Kindern viel, viel einfacher fällt als mir. Den Zauberhut, den finde ich auch super süß. Dann hat man noch das Zauberbuch und abends im Zauberschloss. Also solche Sachen liebe ich ja total im Yoga. Genau, und hier würde sich jetzt zum Beispiel an dieses Kapitel eine Fantasiereise anschließen, wo man dann halt wirklich, ne, also man muss das halt auch dann im Vorfeld, bevor man diese Einheit mit den Kindern startet, natürlich vorbereiten. Also wie gesagt, ich habe mir dann immer erstmal angeguckt, wie funktionieren die Übungen, habe die für mich selber so weitestgehend auch ein bisschen ausprobiert. Dann das Ganze halt auch herzurichten, ne, dass die Matten da sind, dass Decken da sind, dass Kissen da sind, dass halt Ruhe ist und so. Das ist für uns manchmal noch ein bisschen problematisch. Also wir haben da noch keine Routine so richtig und eine Regelmäßigkeit. Das kommt dann einfach erst so mit der Zeit. Aber ich finde es eine Sache absolut empfehlenswert. Ich finde das richtig, richtig geil. Hier, das finde ich zum Beispiel auch super geil. Also ich hatte ja schon erzählt, dann kommen halt nochmal ein Kapitel mit Übungen für den Alltag. Also so Wut ausschütteln, das liebe ich. Oder den hier auch, den Vulkan. Und schon bei den Titeln haben die Kinder halt unglaublich Bock, das einfach mal auszuprobieren. Und diese Übungen für den Alltag machen die dann halt auch viel alleine. Dann hat man halt auch so Atemübungen und sowas drin. Also ja, auch so Sachen, nochmal so ein Flow, den die Kinder dann am Abend machen können. Was dann einfach auch, das war mein Diffuser, was dann halt einfach auch so älter, die umso älter die werden, also jetzt leite ich sie quasi an und der Plan ist irgendwann mal, umso älter die werden, dass es für sie eine Routine wird, was halt meistens dann wahrscheinlich abends dazu gehört, bevor sie ins Bett gehen, ihren Yoga-Flow zu machen. Also das ist so mein großes Ziel eigentlich. Werden wir mal sehen, also wir werden schon eine ganze Weile da brauchen, da hinzukommen. Ne? Aber ich habe gesehen, wie toll das beim Meditieren funktioniert und jetzt will ich das einfach für das Yoga mit übernehmen und finde das Buch eine unglaublich geniale Hilfestellung dafür. Komm, wir machen Yoga. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das mal auszuprobieren, kann ich das Buch dazu auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Mich würde jetzt interessieren, macht ihr Yoga? Macht ihr Yoga mit euren Kindern? Was könnt ihr vielleicht empfehlen? Was habt ihr schon für Erfahrungen gemacht? Wollt ihr mitmachen? Habt ihr auch Bock, das auszuprobieren? Und ja, dass wir uns dann gemeinsam ein bisschen dazu austauschen können, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!